Die Welt um uns herum wird immer smarter. Egal ob Fitnessarmbänder oder Temperaturmesser am Ohr, den eigenen Körper zu vermessen hat sich längst als Gesundheitstrend etabliert. Wearables können aber auch Leistungssportler dabei unterstützen, ihren Trainingszustand zu dokumentieren und auszuwerten. Wie das funktioniert, haben wir uns an der Deutschen Sporthochschule in Köln angeschaut. Herr Professor Predel, welches Interesse hat die Sportmedizin an Wearables? Nun, eine zentrale Aufgabe der Sportmedizin liegt ja darin, die sportliche Leistung einerseits zu optimieren, andererseits die Gesunderhaltung sicherzustellen. Das Registrieren von Körpersignalen, zum Beispiel der Herzfrequenz, ist dabei von unerlässlicher Bedeutung. Inwieweit sind Wearables ein Teil der Forschung hier an der Sporthochschule? Die Deutsche Sporthochschule bzw. die Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule befasst sich seit vielen Jahren mit Sensoren, die am Körper anliegend Signale ermitteln, weiterliefern. Das fing an mit der banalen Registrierung der Pulsfrequenz, Herzfrequenz, dem Erfassen des Blutdrucks in Ruhe, aber auch unter körperlicher Belastung. Wir sind heute in der Lage, weitgehend mehr Signale noch zu erfassen, zum Beispiel die Herzratenvariabilität oder das EKG. Und das eben nicht nur unter Ruhebedingungen oder unter Laborbedingungen, sondern eben auch unter Wettkampfbedingungen. Hier liefern uns die Wearables sehr detaillierte Informationen und natürlich werden diese dann in unsere Forschungsaktivitäten integriert. Dr. Joachim Latsch ist Oberarzt im Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Er arbeitet aktiv mit Sportlern zusammen und unterzieht Wearables dem praktischen Alltagstest. Welche Parameter sind relevant? Die biologischen Parameter, die wir wissen wollen, sind natürlich Herzfrequenz, die Atmung gegebenenfalls, bei hochwertigen Modellen sogar vielleicht ein EKG, also die Herzstromkurve. Dazu Informationen über die zurückgelegte Strecke, GPS, Kartendaten, über die Topografie des Geländes, über die Beschleunigung. Es gibt sogenannte Gyrometer, die können die Beschleunigung messen. Für Radsportler vielleicht von Relevanz. Das sind so die wesentlichen Dinge, also Geografie und Biologie, wenn man so will. Wo und wie können die Daten ausgewertet werden? Das hängt jetzt vom betroffenen System ab. Die einfachsten Dinge sind Bluetooth gesteuert, funktionieren also in der Interaktion mit einem Smartphone oder einem Handheld. Des Weiteren gibt es Schnittstellen, die an PCs angeschlossen werden können, per Funk, per WLAN und solche Dinge. Letztendlich braucht man irgendein elektronisches Medium mit Bildschirm, um die Daten auszulesen. Im Normalfall funktioniert das über Portale, das heißt, die Anbieter kriegen es über deren Server natürlich dann mit und als Speichervariante geliefert. Das ist dann immer so der Nachteil für die Datenschützer, dass das alles letztendlich dann irgendwo im großen, weiten Netz gespeichert wird. Im Idealfall fördert das Tracking der Daten auch den allgemeinen Gesundheitszustand des Sportlers. Allerdings können Werte auch fehlinterpretiert werden. Daher ist es umso wichtiger, die Daten in einem kompetenten Team auszuwerten. Wie werden Wearables in Zukunft die Sportmedizin verändern? Wie werden die Lottozahlen am Wochenende sein? Nein, Spaß beiseite. Die Glaskugel haben wir hier natürlich auch nicht. Ich bin allerdings überzeugt, dass die Wearables einen erheblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Sportmedizin haben werden, denn sie bieten uns natürlich wunderbare Möglichkeiten, Einblick in physiologische Parameter auch unter extremen und realen Wettkampfbedingungen zu nehmen, was früher in der Form überhaupt nicht möglich war. Insofern werden sie die Möglichkeiten der Sportmedizin erheblich erweitern, sportartspezifischer Einblicke gewähren. Sie werden auch die Vernetzung zwischen verschiedenen Kompetenzen, zwischen verschiedenen Akteuren, Leistungsdiagnostiker, Sportmediziner per se und Athleten weiter befördern. Auch Trainer werden möglicherweise Informationen gewinnen. Das wird in Zukunft dank der Wearables sicherlich möglich werden.